Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Survival Games auf dem Gomme HD Server. Heute spielen wir die Map, keine Ahnung, Lost Witch, genau. Rechts steht's ja, ich trottel. Und ja, heute habe ich sogar noch ein klitzekleines Thema vorbereitet, worauf ich im Laufe des Videos noch drauf kommen möchte. Ja, aber vorerst möchte ich erstmal den Start hier meistern. Ja, meistern. Damit wir auch ein paar kleine Schacheln bekommen, damit wir auch ein bisschen länger überleben. So. Und zwar habe ich das Thema im Video von Gommel gesehen und ist mir auch erst heute, dem 16.06., an dem auch die inaktiven Abonnenten gelöscht werden. Also von YouTube aus. Und jetzt laufe ich schon davor, obwohl die Runde nicht mal gestartet hat. Scheiß drauf. Da. Ha! Steak! Yeah! Wir haben Steak. Jo, die inaktiven Abonnenten werden ja jetzt von YouTube gelöscht und dazu habe ich natürlich auch meine Meinung und die möchte ich mit euch teilen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gerade diese Survival Games Runde aufnehme. Ich habe noch zwei andere Themen, die ich dann noch ansprechen möchte. Holy fuck, sind hier viele Leute. No! Okay, ich gehe wieder raus. Geh weg. Ich habe kein Schwert, brauchst du von mir abhauen. Und ja, meine Meinung dazu ist auf jeden Fall sehr einseitig, da ich finde, dass einerseits wirklich gut ist, da echt viele Kanäle, eigentlich jeder Kanal hat wirklich mehr als 20% inaktive Abonnenten. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es ist, glaube ich, auch für alle besser, auch für die neuen Zuschauer, die dann auf den Kanal kommen, sehen dann meinetwegen, aha, okay, 20.000 Abonnenten, aber ein Video hat nur 2.000 Aufrufe. Und so kann dann vielleicht ein neuer Abonnent oder ein zukünftig neuer Zuschauer dann auch besser erkennen, ob, ja, was für eine Community der Kanal hat. Zum Beispiel sieht er dann statt 20.000 Abonnenten jetzt noch 13.000 Abonnenten, ist es auch für den Kanalbetreiber, klingt zwar behindert, also für dem der Kanal gehört, auch besser zu sehen, wer ja noch aktiv ist. Weil allein von den Aufrufenzahlen kannst du ja nicht daraus schließen, wie viele und wie regelmäßig Leute deine Videos schauen. Es kann natürlich auch sein, dass du 13.000 Abonnenten hast, aber nur 10.000 Aufrufe hast. Wenn man das als Beispiel, dann sieht man halt vielleicht, dass 3000... Ne, Moment. Moment, ich bin durcheinander. Okay, Moment. Ich hab's gleich. Voll behindert. Oh, ist ein schöner Baum. Was ich da was sagen wollte, ist, dass Leute schauen vielleicht nicht jedes Video von dir an. Schauen vielleicht, wenn gerade dein Kanal vielseitig ist, schauen sie vielleicht nur, keine Ahnung, nur Minecraft statt League of Legends, keine Ahnung. Oder andersrum. Und du kannst du dann auch daraus schließen, wie viele deine, ja, ob das du auch so Wechselzuschauer hast. Wenn du jetzt die Aufrufe der Videos vergleichst und die Abonnentenanzahl. Ne? Das finde ich auch cool. Und natürlich finde ich es auch echt scheiße, im Gegensatz, dass sicherlich nicht nur inaktive Abonnenten gelöscht werden. Ja, denn ich denke, dass wirklich gerade bei den größeren YouTubern, die schon über 100.000 Abonnenten manchmal zum Beispiel haben, viele Abonnenten gelöscht werden, die Videos noch gerne schauen, bloß nicht mal so regelmäßig, keine Ahnung, und die dann trotzdem gelöscht werden. Das ist ja scheiße. Das ist ja echt kacke. Und da denke ich auch, dass vielleicht, und die Videos kommen jetzt auch nicht mehr in der Abo-Box vor, ne? Das heißt, man kann den YouTuber dann auch vergessen, so gesehen. Keine Ahnung, wenn man jetzt 50 Leute schaut, ey, 50 Kanäle abonniert hat, kann es natürlich auch gut sein, dass man nur noch 30 aktiv schaut und bei den anderen hin und wieder vorbeischaut. Moment mal ganz kurz. Das gefällt mir nicht so ganz hier. Sekunde. So.
Ich muss mich hinsetzen. So. Was ich damit sagen wollte, ist halt, dass die Zuschauerzahlen allgemein sich wahrscheinlich verringern wird bei den größeren YouTubern gerade. Ja, da wie gesagt auch vielleicht aktive Abonnenten gelöscht werden. Ich werde sterben. Warum tue ich das? Egal, es ist besser als die ganze Zeit nur dumm rumzulaufen. Und ja, das finde ich auch irgendwie richtig scheiße. So. Aber ich denke, es hat mehr Vorteile als mehr Nachteile. Von dem her denke ich, dass das allgemein eine richtig gute Sache ist. So, und jetzt nochmal in Bezug auf zu mir zu kommen. Was ich auch doof finde, echt. Naja, okay, doof kann man das eigentlich nicht finden, da, ich finde, gerade bei mir, ich habe jetzt keine Ahnung, aber nicht, irgendwas mit 600, ich habe ewig nicht mehr geschaut. 650 oder so. Bei mir werden sicherlich 500 weg sein. Da habe ich nur noch, keine Ahnung, 120 Abonnenten oder so, was weiß ich. Ist, finde ich, nicht schlimm, da ich YouTube ja hobbymäßig mache und einfach nur Videos mache, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und ich ja offensichtlich ein paar Zuschauer habe, die gerne meine Videos schauen, auch wenn ich inaktiv bin. Ja. Deswegen stört mich das jetzt ehrlich nicht, wenn ich dann nur noch 100 Abonnenten auf meinem Kanal sehe. Ist mir egal. Passt schon. Das nehme ich locker hin. Aber gerade bei so mittleren Abonnentenzahlen, so 5000 oder so, sind ja dann auch noch wahrscheinlich jüngere YouTuber. Gerade so wie ich. Guck mal, der will mich direkt töten. Hat ein Arschloch. So. Und dann denke ich halt auch, dass gerade Jüngere dann auch vielleicht aufhören mit YouTube. Könnte ich mir gut vorstellen, weil sie ein bisschen deprimiert sind, weil sie weiß nicht, statt 550 Abonnenten haben. Ich glaube, so brutal wird es gar nicht sein. Ich glaube, die werden auch nicht so viel wegstreichen. Und trotz allem denke ich, dass vielleicht das auch Gründe sein kann. Ich weiß jetzt nicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch. Aber es könnte gut sein. Könnte wirklich sein, aber weiß ich nicht. Ich kann mich da jetzt nicht drauf festlegen, von dem her. Denke ich, dass das nicht so der Fall sein wird. Keine Ahnung. Ich hab's ja mal angesprochen so. Okay. Aber allgemein denke ich, das ist wirklich eine gute Sache und es wird auch endlich mal Zeit, dass die sowas machen. Und da kann ich für mich jetzt auch endlich mal sehen, wie viele Leute noch meine Videos schauen. Weil mich das eigentlich scheißegal interessiert, weil ich das einfach hobbymäßig auf Lust und Laune mache. Und jetzt auch nicht mehr so aktiv mache, weil ich nur noch bedingt immer Bock drauf habe. Ich habe nicht Bock immer jetzt alle 2 Tage ein Video hochzuladen, das ist mir dann ein bisschen zu viel. Mann ey, ich finde keine Sachen. Weil das ist mir zu viel. Mir ist es zu viel. Und deswegen, ja. Finde ich es gut, dass man das da auch mal sieht. Ich werde sterben. Im Team, oder? Boah, das wäre echt nicht cool. Oh, die umzingeln mich, die Arschlöcher. Ja, ist ein Team. Ich fick dich weg. Teams sind doof. Ich schau mal kurz, wie lang die Folge ist. 9 Minuten, wir hängen noch eine Runde dran. Ich würde gern. Es kam wieder die altbekannte Endmap wieder hier auf den Server. Möchte ich spielen? Nope. Möchte jetzt Endmap spielen, Mama. Ist das eigentlich was anderes, wenn ich jetzt in eine andere Lobby gehe? Endmap. Ich gehe einfach mal hier rein, mal gucken, ob sich die gut füllt. Können wir das Jump'n'Run machen? Ist doch geil. So, und jetzt kann ich ja noch direkt ein zweites Thema ansprechen, wenn wir gerade noch in einer Runde sind. Das ist ein bisschen kürzeres Thema, mich aber auch mal angesprochen haben. Und zwar
ist ja vieles, was man auf meinem Kanal noch richtig krass verbessern kann. Und was ich so gesehen alles verpasst habe, was man noch hätte besser machen können. So, ich nehme einfach mal ein paar Beispiele. Das klingt gerade total behindert, was ich sage. Zum Beispiel Thumbnails. Thumbnails sind richtig scheiße bei mir. Das ist immer einseitig, immer das gleiche Thumbnail. Ja, ich weiß, man kriegt mehr Aufmerksamkeit, wenn man Thumbnails unterschiedlich macht, unterschiedliches Aussehen, unterschiedliches Design. Naja, das weiß ich schon, das ist mir bewusst. Aber ich achte da jetzt nicht so krass drauf, weil ich ja auch jetzt nicht, weil jetzt auch nicht mein Ziel ist, bekannt zu werden. Das ist nicht mein Ziel. Und wir müssen Shader rausmachen. Deswegen. Ja, Zombie, Zombie, Zombie. Ja. So. Ja, das ist einfach mal. Ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich das nur hobbymäßig mache. Also, ja, klar. Aber ich mache es halt nicht mehr so aktiv, dass es wirklich nötig ist. Sag mal so. Ich wollte halt damit nur sagen, dass es mir bewusst ist. So. Ein Scherz, oder? Eisenschwert, das ist richtig, Hammer. So, und. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wer meine Iron Leggings, haha, wer diese Map noch kennt. Das würde mich sowas von interessieren. Sowas von. Das würde mich richtig krass interessieren, wer diese Map noch kennt. Boah, Alter. Ich bugge. Das ist scheiße, merkst du das nicht? Na, oh, bist so aggressiv. Ach komm. Fick dich, du kleine Hure. Nein, Spaß. Achtung, jetzt ist er am Arsch. Da! Haha! Da hab ich dich! Sehr gut. Boah, Alter, das ist ein Scherz, die ganzen mit ihren behinderten Angeln, ne? Alter. Holy shit. Ja, okay, das geschieht ihm. Ich werde auch so oft zurückgebackt. Ist ohne Spaß so. War jetzt auch mal gut, dass man jemand anderes passiert ist. Es ist so schlimm, wenn man immer zurückgebackt wird. Das ist so unfair. So. Läuft ziemlich gut die Runde. Wir haben eine richtig gute Rüstung. Wir haben ein geiles Schwert. Ist immer so, die besten Runden sind immer am Ende. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Hallo Lebo 18. Der macht mich. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Ich bin so schlecht in Survival Games geworden. Ja, ich spiele es auch nicht mehr privat, ne? Also, ja, ich spiele es nicht mehr so krass oft. So, ich habe das jetzt das erste Mal diesen Monat gespielt und heute ist der 16. Von dem her. Scheiß drauf. Gut, ich würde sagen, das war's für die Runde Survival Games. Es wird demnächst auch eine Runde League of Legends kommen, falls sich jemand dafür interessiert. Eher weniger, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da und schreibt in die Kommentare, wer die Endmap noch kennt. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.